Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Eröffnung der Ausstellung. Und weil wir nicht so ganz lange Zeit haben, müssen wir auch pünktlich anfangen, denn der Imam der Moschee, Herr Ünal, ist hier und er muss gleich zum Gebet. Und weil er auch die Ausstellung mit eröffnen soll, müssen wir pünktlich anfangen. Deshalb bitte ich auch einmal Herrn Kurutlu, den Vorsitzenden des türkisch-islamischen Kulturvereins, und Herrn Ünal, den Imam der Moschee, zu uns, um die Ausstellung zu eröffnen. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, herzlich willkommen in unseren Räumlichkeiten der türkisch-islamischen Gemeinde zu Bremerhaven. Ja, ich freue mich, dass wir uns heute alle hier zusammengefunden haben. Es war ungefähr auch ein Tag wie dieser, vor 50 Jahren, Gleis 11 in München, wo die ersten türkischen Gastarbeiter ein fremdes Land als Fremde betreten haben. Später wurde es zu deren Heimat und auch die Heimat ihrer Nachkommen. Diese Menschen haben gemeinsam mit den Deutschen zusammen dieses schöne Land aufgebaut und eben zur Heimat gemacht ihrer Kinder. Viele von denen sind inzwischen zurückgekehrt, zwei in einer Blechkiste, aber ein Teil von denen, die noch leben, sind noch hier. Und wir wollten mit dieser Ausstellung eigentlich einen Einblick in einige wenige von denen leben, was die hier erlebt haben, versuchen zu übermitteln. Die Kraft, die sie hier hineingesteckt haben in die Wirtschaft, das, was sie aufgebaut haben, wurde denen eigentlich zu wenig honoriert und anerkannt. Es wird inzwischen nach 50 Jahren mehr darüber gesprochen als früher, als vorher. Aber die Probleme, die man allgemein eben kennt, die man hat mit Sprache etc., geht man zumindest jetzt an. Wobei es eigentlich mehr um die Migranten geht, die in den letzten Jahren eigentlich gewandert sind und nicht vor 50 Jahren. Die meisten von denen sind mittlerweile in der dritten Generation hier. Ich bin einer von der zweiten Generation, bin hier geboren, hier aufgewachsen, bin seit 3 Jahren jetzt der Vorsitzende dieser Gemeinde und freue mich, dass wir so eine Ausstellung zustande gekriegt haben. Dafür bedanke ich mich bei dem Herrn Dr. Burkhard Hergesell, mit dem wir das gemeinsam initiiert haben, bei dem Ausstellungsbauer, bei der Fotografin, Designerin und allen, die mitgewirkt haben hier, und hoffe auf eine schöne Ausstellung. Danke. Çok değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepiniz DİTİB Bremerhaven Merkez Camii'ne hoş geldiniz. Sehr geehrten Gäste, sehr verehrten Medienvertreter, herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Böyle anlamlı bir günde sizlere ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz, şeref verdiniz. Wir fühlen uns durch Ihren Besuch geehrt und freuen uns, als Gastgeber hier fungieren zu dürfen. 50. yıl Türklerin Almanya'da oluşunun 50. yılı iki açıdan değerlendirilmesi gerekir. Das 50. Jahre Jubiläum der Anwesenheit der türkischen Gastarbeiter hier müsste man zweiseitig bzw. aus zwei Richtungen bewerten. Türkler açısından bakıldığında umuda yolculuk, özlem, hasret ve farklı bir yerde vatan tutma. Aus Sicht der türkischen Gastarbeiter ist es die Sehnsucht, die Reise in eine Fremde und die Hoffnung. Yani umutlara ulaşma içerisinde geçen bir 50 yıl, hasretle dolu bir 50 yıl, efendim özlemle geçen bir 50 yıl. Also 50 Jahre in Sehnsucht, 50 Jahre in Hoffnung, die inzwischen vergangen sind. Almanlar açısından, daha doğrusu göçe ev sahipliği yapan Alman devleti açısından konuya baktığımızda paylaşım, ekmeği paylaşmak, vatanı paylaşmak, toprağı paylaşmak, mahalleyi paylaşmak, okulu paylaşmaktır. Aus Sicht der Deutschen als Gastgeber ist es eine Teilung als Gastgeber der Heimat, des Brotes und der Arbeit. Dolayısıyla her iki açıdan baktığımızda 50 yıl hem Almanlar açısından hem Türkler açısından
tebrike şayan bir 50 yıldır. Tebrik etmek gerekiyor. Und zusammengefasst aus beiden Seiten sind es 50 Jahre, die man ehren sollte, die mittlerweile vorbeigegangen sind. Sözü çok fazla uzatmadan daha nice 50 yıllara kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde, barış içerisinde yaşamayı temenni ediyoruz. Um es kurz zu fassen, wünschen wir noch weitere viele 50 Jahre in Toleranz, Brüderlichkeit und gemeinsam schaffen. Ve bu serginin kardeşliğe, barışa, kaynaşmaya, entegrasyona vesile olmasını dileyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Ich beende meine Rede mit den besten Glückwünschen und hoffe, dass die Ausstellung vieles dazu beitragen wird für eine gemeinsame Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Anwesenheit. Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte im Namen des Magistrats auch noch mal die Glückwünsche für diese gelungene Ausstellung mitteilen. Ich möchte dies aber auch zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir gestern in der Stadtverordnetenversammlung eine einstimmige Resolution, nicht einstimmig, der NPD-Abgeordnete hat natürlich nicht zugestimmt, beschlossen haben, wo es um die schrecklichen Morde ging. Und ich denke, das kann man oder muss man heute hier auch sagen, die in den vergangenen 10 Jahren durch neonazistische Banden, kann man sagen, hier gemacht worden sind. Wir haben gestern darüber gesprochen und wir haben uns ausdrücklich solidarisch hinter die türkischen Freunde gestellt. Man muss sich mal überlegen, die Angehörigen, die Personen dachten zum Teil, ihre Angehörigen wären in irgendwelchen Mafia-Sachen verstrickt. Die Familien waren wirklich am Boden und jetzt stellt sich nach 10 Jahren unfassbar heraus, dass 10 Jahre lang, sagen wir mal, nationalsozialistische Banden hier morden konnten. Für mich ist das unfassbar, muss ich sagen. Und ich wollte es zum Anlass nehmen, nochmal unsere ganze Solidarität, auch euren Leuten in Bremerhaven, das darf sowas nicht passieren. Mehr wollte ich nicht sagen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte auch etwas zur Ausstellung sagen als Verantwortlicher, der dieses Projekt jetzt 1,5 Jahre lang durchgeführt hat. Vor 6 Jahren habe ich schon mal eine ähnliche Veranstaltung, damals noch im Deutschen Auswandererhaus, gemacht. Damals war der Anlass 50 Jahre Anwerbevertrag zwischen Deutschland und Italien. Heute ist der Anlass 50 Jahre lang Anwerbevertrag zwischen Deutschland und der Türkei. Und seit der Zeit, seit 1961, konnten Menschen der Arbeit wegen nach Bremerhaven und nach Deutschland kommen. Was war eigentlich damals für eine Situation, dass wir so viele Leute anwerben mussten, um in der deutschen Wirtschaft auszuhelfen? 50 Jahre ist eine lange Zeit und wir werden uns nicht mehr alle daran erinnern. Ich sage mal nur so ein paar Stichworte. Wir sind noch in der Nachkriegszeit und hier in Bremerhaven wurde die Stadt von den sogenannten Trümmerfrauen wieder aufgebaut. Es kamen Kriegsgefangene aus dem Krieg zurück, die die deutsche Wirtschaft integrierte. Es kamen Flüchtlinge aus den ostdeutschen Ländern, auch nach Bremerhaven, um hier in der Wirtschaft mitzuhelfen. Es kamen Flüchtlinge aus der DDR. Und wir sind auch in einer Zeit, wo wieder Zehntausende von Deutschen auswandern, über Bremerhaven das Land verlassen, weil sie nicht daran glauben, dass dieses Land, was in Trümmern liegt, so schnell wieder auf die Beine kommen wird. Und dann 1961 wird die Mauer zwischen der DDR und Westdeutschland gebaut. Und wir können es uns heute kaum noch vorstellen. 1961 hatte Bremerhaven eine Arbeitslosigkeit von 0,6%. Wir reden, wenn wir eine Arbeitslosigkeit von 3% oder 5% haben, schon von Vollbeschäftigung. Aber damals hatten wir wirklich wahr, hier in Bremerhaven eine Arbeitslosigkeit von 0,6%. Das ist kaum vorstellbar. Und das ist der Hintergrund, warum man sich in der Wirtschaft große Sorgen macht und auch im Landesarbeitsamt Bremen sich große Sorgen macht, ob man überhaupt noch die notwendigen Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird finden können in den nächsten Jahren.
Und das ist der Hintergrund, dass man damals gesagt hat, wir müssen dann eben versuchen, Arbeitskräfte woanders zu finden. Und man hat mit südeuropäischen Ländern und der Türkei, also Ländern wie Italien, Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, Anwerbeverträge geschlossen, sogar mit Marokko und Tunesien. Anwerbeverträge geschlossen mit dem Ziel, Menschen der Arbeit wegen nach Bremerhaven oder nach Deutschland zu holen. Das war der Hintergrund. Wir haben vor 2 Jahren, 1,5 Jahren angefangen, Menschen zu fragen, ob sie uns ihre Migrationsgeschichte erzählen wollen. Und hier in der Ausstellung werden jetzt 10 Geschichten von 2 Türken und 5 Türken, von 2 Jugoslawen und 1 Spanier erzählt. Die Migrationsgeschichten entweder von ihnen selber und schon von ihren Eltern wird hier in der Ausstellung erzählt. Ich möchte etwas zu dieser etwas ungewöhnlichen Ausstellungsgestaltung sagen. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland immer wieder Debatten darüber, über Integration. Und damit wurde immer der Vorwurf verbunden, dass die Leute, die hierher gekommen sind, nicht integriert sein würden. Bei diesen Debatten hat man immer über Menschen gesprochen. Sie konnten kaum selber an den Diskussionen daran teilnehmen. Hier in der Ausstellung ist das anders. Hier kommen 10 Personen selber zu Wort und erzählen ihre eigene Migrationsgeschichte und erzählen ihre Erfahrungen hier in Bremerhaven und aus ihrer Heimat. Also hier in dieser Ausstellung wird nicht über Menschen geredet, sondern sie kommen selber zu Wort. Wir haben in dieser Ausstellungsgestaltung, haben wir nicht, wie man das üblicherweise macht, Texte und Bilder an die Wand gehangen, sondern wir haben diese Ringe extra für diese Ausstellung bauen lassen. So eine Ausstellungsästhetik wie diese hier, die kann man nicht irgendwo kaufen, sondern die ist speziell für diese Ausstellung hergestellt worden. Wir sind auch sehr dankbar, dass der Ausstellungsbauer Markus Rauch uns diese Ausstellung so gebaut hat, passgenau gebaut hat. Jede Person hat einen eigenen Ring. Wenn Sie also gleich von Ring zu Ring gehen und in einem Ring stehen, sehen Sie die Geschichte einer Person, einer Wanderung und Sie sehen Fotos von einer Person. Wenn Sie dann zum nächsten Ring gehen, lesen Sie die Geschichte der nächsten Person. Wir wollten Folgendes damit aussagen. Wir erzählen hier die Geschichte und die Kultur von 10 individuellen Personen, die ihre eigene subjektive Kultur haben und leben. Wir stellen hier in der Ausstellung keine nationalen Kulturen dar, die es sowieso so gar nicht gibt, wie in politischen Debatten immer behauptet wird. Nationale Kulturen in dem Sinne gibt es nicht. Auch die Kultur einer Nation sind immer Multikulturen. Außerdem sind sie dynamisch und verändern sich sehr stark und sehr schnell. Das wird häufig in diesen Debatten nicht berücksichtigt und man will es häufig auch bewusst gar nicht so sehen. Mit diesen Ringen soll betont werden, dass es sich nicht hier um nationale Kulturen handelt, sondern dass hier subjektive Personen dargestellt werden und sich selber repräsentieren können. Wir wünschen uns für diese Ausstellung, dass möglichst viele Leute hierher kommen, auch möglichst viele Deutsche hierher kommen, um sich diese Ausstellung anzugucken. Denn wenn ich vorhin sagte, in den letzten Diskussionen hat man immer der einen Seite den Vorwurf gemacht, dass sie angeblich nicht integriert wäre. Für mich ist aber Integration eine Beziehungsgeschichte. Es handelt sich um Beziehungen zwischen Menschen. Und diese Menschen sollen zusammengeführt werden, sollen in dieser Ausstellung sich begegnen können, sollen hier zusammentreffen und sich austauschen können. Deshalb auch die Aufforderung an Sie alle, an die Besucher. Wir haben hier Zeitzeugen, die in der Ausstellung sind, selber natürlich hier unter uns. Wenn Sie sie identifizieren, gehen Sie ruhig zu den Zeitzeugen hin und sprechen Sie mit denen und lassen sich Ihre eigene Geschichte einfach live erzählen. Abschließend möchte ich mich an der Stelle bedanken. Einmal natürlich bei unseren 10 Zeitzeugen und Zeitzeugen, die uns ihr Leben erzählt haben, ihre Migrationsgeschichte erzählt haben und die uns daran teilhaben, an dieser Geschichte. Danken möchte ich der Moscheegemeinde, weil sie uns den Raum zur Verfügung stellt, die Ausstellung hier zeigen zu können. Danken muss ich den Finanziers dieser Ausstellung. Das ist einmal
das Bundesprogramm Toleranz stärken, Kompetenz fördern des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, das sogenannte LAP-Programm. Und das zweite Programm ist das WIN-Programm Wohnen in den Nachbarschaften der Stadt Bremerhaven. Die haben die Ausstellung finanziert. Und in letzter Instanz danke ich ganz besonders dem Team, die diese Ausstellung gebaut haben, denn das könnte ich alleine gar nicht machen als verantwortlicher Projektleiter. Und ich danke den beiden Koordinatoren, einmal Fatih Kurutlu, der eben gesprochen hat, und Richard Marinkow, auch vom Rat ausländischer Mitbürger. Ich danke der Grafikerin Dorothee Herrmann für die wunderbare Ausstellungsgestaltung. Ich danke Conny Wischhus, unserer Fotografin, die hier mit den roten Haaren steht. Unseren Ausstellungsbauer Markus Rauch danke ich, der aber leider nicht da ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Musik, bei Herrn Rusnik, der heute uns die wunderschöne anatolische Musik spielt. Ich glaube, ich habe jetzt niemanden vergessen. Nein, ich glaube nicht. Damit eröffne ich die Ausstellung. Vielen Dank fürs Kommen.